Vorne. Herzlich willkommen hier in Hamburg, Daniel Schwind. Herzlich willkommen in der roten Ecke, Omar Amosha. You both know the rules. Listen to my command. Protect yourself at all times. Make a good match. Shake hands if you want. It's the back leg. Marco Brösen, der dritte Mann im Oktagon. Oh ja. Yeah. Catchweight-Fight bis 86 Kilo. Da liegt Spannung in der Luft. Ihr habt sicherlich gehört, die Zuschauer hier definitiv auf Seiten des Lokalmatadoren Omar Amosha. Hamburg City in seinem Rücken hat die Schlachtenbummler mit dabei. Sehr beliebter Kämpfer, bringt eine loyale Fangemeinde mit. In seiner Ecke haben wir Selim Agaev gesehen. Auf der anderen Seite bei Daniel Schwind Anatoli Bal. Also die Prominenz ist um den Cage versammelt. Ja, Daniel Schwind hat uns im Vorfeld, also gestern auf der Waage schon gesagt, er ist es gewöhnt, generell nicht zu Hause zu kämpfen, sondern in der Höhle des Löwen. Zuletzt in Tschechien gegen einen Tschechen, jetzt in Hamburg gegen einen Hamburger. Also wir sind gespannt, ob ihn das beeindruckt oder ob er nach alter Manier hier Vollgas gibt und den Knockout sucht. Schwind ein körperlich starker Mann, größer und länger als sein Gegner, fängt das Bein ab und zeigt eine wuchtige Rechte. Aber sein Gegner feuert zurück. Oh, das wird eine Ballerei hier in Hamburg City. Ja, nonstop Druck nach vorne von Schwind, der ihm ein paar harte Fäuste ins Ziel bringt und jetzt die Nase auch kurz zum Bluten bringt von Amosha. Hoher Druck von Schwind. Bodykick von Amosha, wieder fast abgefangen. Oh. Und da geht er zu Boden. Es er fängt hier den Kick ab. Oh, und der Headkick. Schwind rutscht aus. Was für ein spektakuläres Ding. Kommt aber wieder hoch. Und Amosha geht nach vorne. Eieiei, das ist ja ein Thai-Box-Duell, was sich beide hier liefern. Keiner von beiden will auf den Boden. So hat es den Anschein. Zweiter Kampf in 5 Wochen für Schwind. Hat bewusst keine Pause gemacht und direkt weiter trainiert. Harte Ellbogen hier in der Ecke, gutes Knie hinterher, zweites. Muay Thai Clinch von Schwind, Gänsehautatmosphäre hier in Hamburg. Oh. Schwind mit einer Schlagsalve, wie ein Maschinengewehr. Und beide holen die aber auch ordentlich aus, wilde Schwinger, wenn da einer folgt. Oh, was für ein Knockdown von Schwind. Oh. Und die Hammerfist zum Kopf, die Hammerfist von Daniel Schwind, der hier rasiert. Sieger in diesem Kampf, in der ersten Runde durch TKO nach 1,57, die blaue Ecke, Daniel Schwind.